Dublin könnte das neue London werden. Zumindest was den Status als Finanzmetropole angeht. Wegen des bevorstehenden Brexits verlassen immer mehr Firmen die britische Hauptstadt und gehen in die irische Metropole, um den Firmensitz in der EU zu halten. Es gibt jetzt Geschäfte, die vorher nicht hier waren, oder sie erhöhen die Zahl der Mitarbeiter in Dublin. Dublin ist dabei, Frankfurt, Paris und Luxemburg den Löwenanteil an Firmen streitig zu machen, die vor dem Brexit fliehen. Kein Wunder. In Irlands Hauptstadt wird ebenfalls Englisch gesprochen. Die Steuern sind niedrig und London ist nur eine Flugstunde entfernt. Diese Anwaltskanzlei hat ihr Büro hier gerade eröffnet. Im Bereich Finanzdienstleistungen haben wir gerade etwas mehr Arbeit. Die Kunden gehen Projekte wie Gehälter oder Versetzungen an, vor dem Hintergrund, dass leitende Angestellte mit höheren Einkommen nach Irland gehen. Irlands Regierung hilft den flüchtenden Unternehmen gerne. Ich habe immer gesagt, wenn Firmen in Großbritannien Probleme wegen des Brexits haben, könnte Irland Teil der Lösung sein. Doch ein harter Brexit wird auch in Irland mit Sorge gesehen. Denn dann dürften Zehntausende Iren ihre Arbeit verlieren. Und die eng mit Großbritannien verflochtene Wirtschaft könnte ins Stottern geraten.